Hallihallo und willkommen zu einem neuen Uncut-Vlog. Uiuiui, wir starten die Brust da. Ja, fast nicht vorbei. Ja, auf jeden Fall bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Heute ist der 8.8. und mein Lohn ist da. Mein allererster Lohn, seitdem jetzt ich in der neuen Firma bin. Und ja, bin eigentlich doch recht zufrieden. Das sind auf jeden Fall mal über 100 Euro mehr als wie vorher über Zeitarbeitsfirma. Und 700 Euro mehr oder weniger, das ist halt echt eine Hausnummer, weil vorher hat mir das Geld eigentlich gerade so gereicht, dass da halt nicht irgendwie sagen können, also ich kaufe mir irgendwas, weil ich das haben will, sondern hast halt gerade Geld gehabt für deine Fixausgabe letztendlich. Und dann war das Geld rum, bevor der Monat rum ist. Das ist jetzt natürlich dann schon ein bisschen besser. Jetzt habe ich. Ja, ich denke mal, dass der Lohn jetzt monatlich immer so ähnlich sein wird. Vielleicht mal 150 Euro mehr, vielleicht aber auch mal 150 Euro weniger. Je nachdem halt, wie viele Sonntage in dem Monat beim Arbeiten bin. Ja. Aber das ist halt einfach Geld. Das wird man jetzt oder so dann so langsam brauchen, weil man sieht ja, wo die Spritpreise hingegangen sind. Man sieht, wie die Miete letztendlich hochgeht, beziehungsweise die Nebenkosten. Und wenn halt irgendwas mal teurer wird, dann hat es eigentlich zur Schlussfolgerung, dass alles andere immer nachzieht und auch teurer wird. Wenn der Diesel teurer wird, dann wird eigentlich alles teurer, weil alles wird irgendwo transportiert von A nach B und das, wenn die, ja, es geht halt dann alles mit hoch. Das kann sich ja keiner leisten, irgendwie die Mehrkosten irgendwie aufzufangen. Das wollen wir jetzt auch feststellen. Da wird Paketversand und da wird alles hochgegangen. Amazon hat ja auch schon angefangen, das Amazon Prime, wo ja der Versand kostenlos ist. Die haben, was sie jetzt mitgekriegt haben, ist das Amazon Prime jetzt auch teurer geworden. Und da kommt mir das dann echt zurecht, dass jetzt halt einfach ein bisschen mehr Geld haben, dass da einfach ein bisschen ein Puffer auch da ist. Und dass dann am Monatsende mal ein Geld übrig bleibt, dass ich dann sagen kann, okay, ich spare jetzt 2-3 Monate und kann dann in Urlaub gehen oder kann mir das oder das oder jenes kaufen. Es ist auf jeden Fall beruhigender. Das ist echt beruhigender. Wenn man sich am Monatsanfang schon Gedanken machen muss, wie man mit dem Geld haushalten muss, dass am Monatsende. Wir haben ja zum Beispiel ein Dispo auf meinem Konto und ich versuche immer
nicht in Dispo zum Gang haben. Das hat früher bei mir Zeiten gegeben, da war der Dispo immer auf Anschlag und das ist total falsch. Ein Dispo ist dazu da, dass wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass du einfach einen gewissen Puffer hast, dass du das dann mit dem Dispo kurzfristig finanzieren kannst. Aber wenn du dann halt so wenig verdienst, dass du den Dispo nicht mehr ausgleichen kannst, dann hast du ein Problem. Oder wenn sich die Ausgabe so dementsprechend steigert, dass du da gar keine Möglichkeit mehr hast. Also was man halt jetzt im Großen und Ganzen sagen kann, der erste Lohn ist da. Das war ja immer so meine Worry. Vorige Videos habe ich ja immer gesagt, dass ich echt mal gespannt bin, wie das dann nachher ausfällt, weil der Stundenlohn von mir, der ist ja echt wirklich berauschend gut. Durch das, dass ich aber jetzt halt mit direkten Anstellungen im Vergleich zur Zeitarbeit auch den Spätschichtzuschlag kriege, was mir vorher nicht auszahlt war. Und dass ich jetzt natürlich auch am Wochenende schaffen kann. Wir haben jetzt ja 3 Sonntage auch geschafft. Da gibt es ja Sonntagszuschlag, der müsste rein theoretisch 50% steuerfrei sein. Sieht mein Nettolohn echt gar nicht schlecht aus. In Abhängigkeit mit dem geringen Stundenlohn auf jeden Fall. Über Zeitarbeit habe ich tatsächlich... Oh, da ist gerade Eichhörnchen über die Straße gesprungen, aber Gott sei Dank hat er es uns geschafft. Naja. Groß und Ganze bin ich eigentlich recht zufrieden, muss man echt sagen. Zumal der Juli ist oder so, rein von der regulären Arbeitsstunde, sage ich jetzt einfach mal, was man jetzt normalerweise hat, wenn man normal zum Arbeiten geht, wäre es ja nur 168 Stunden quer. Durch das, dass ich halt die 7 Tage Woche habe jetzt auch ein paar Stunden mehr. Mehr geht als wie die 168, so dass ich jetzt, ja, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, ob das jetzt von der Stunde her ein Monat war, wo ich besonders viel Stunden gehabt habe oder besonders wenig oder ob das so der Durchschnitt ist. Ah, damit kann man leben. Jetzt müssen wir halt dann mal gucken, wie es dann die nächsten Monate weitergeht. Lohnerhöhung kriege ich erst nach einem Jahr. Aber ob ich das Jahr durchhalte, ja, mein Junge, der schafft ja auch da und der sagt auch jetzt schon, da ist die 7-Tage-Woche, gerade mal auf, der sagt, dass er halt Samstag, Sonntag auch immer beim Schaffen ist. Wenn seine Kollegen halt einfach Wochenende haben und er zum Schaffen gegangen muss. Und so geht es mir jetzt ja auch.
Weil damals, wo meine Kinder halt noch schulpflichtig waren, hätte ich das nie gemacht. Ich hätte vor Jahren schon mal anfangen können, da habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht, weil das ist richtig doof. Dann hast du schulpflichtige Kinder, die sind die ganze Woche in der Schule, man hat eigentlich nur am Wochenende Zeit, dass man irgendwas unternehmen kann. Am Wochenende hast du dann aber keine Zeit, weil du schaffen gegangen musst, dann funktioniert das Ganze nicht wirklich. Dann der Vater ist oder so als Familienmitglied immer derjenige, wo am wenigsten Zeit mit den Kindern verbringt. Und somit halt auch nicht unbedingt die Bezugsperson für Kinder, dass man das mit der Mutter vergleichen könnte. Das ist halt echt immer, das sind zwei Paar Stiefel. Meine Kinder jetzt aber ja groß sind, ist das jetzt ja relativ unrelevant. Was ich halt doof finde, ist, dass mein Junge eine gleiche Firma schafft. Und der schafft in der Gegenschicht von mir, sprich, wir haben immer unterschiedlich Wochenende. Das ist nicht zufällig ab und zu mal gleich irgendwie, sondern das ist immer unterschiedlich, weil er halt in der Gegenschicht schafft. Der geht dann theoretisch zum Schaffen, dass ich frei haben kann, und ich gehe zum Schaffen, dass er frei haben kann. Das ist natürlich mega doof. Naja. Das könnte man aber erstmal mal irgendwie umstellen, indem dass man mal versucht, dass man in die gleiche Schicht kommt. Aber dem ist dann halt letztendlich auch die Frage, wie lang wohnt der noch bei uns? Der wird dann auch irgendwann hergegangen und mit seiner Freundin zusammenziehen, eine eigene Wohnung. Vielleicht heiratet auch irgendwann, das ist halt. Dann ändert sich halt auch wieder einiges. Ja. Heute ist der 8.8. Was haben wir heute? Dienstag ist heute. Bolle heiß. Ich bin mal gespannt, wie warm es heute in der Halle wird. Was bolle heiß meint, Außentemperatur 26 Grad. Also es ist jetzt nicht so bolle heiß, aber in der Halle, wo halt noch Luft steht. Und Maschine standet, wo die Halle auch noch aufheizt, dann ist halt echt. Da ja, bin ich mal gespannt. Gestern war ich ganz allein beim Schaffen, da habe ich meine Probleme selber regeln müssen. Heute sind die Arbeitskollegen, kommen wieder aus dem Urlauberbad zurück. Ist auch schon mal schlecht. Ja, aber ich bin gleich beim Schaffen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bleibe auf jeden Fall vorerst bei der Firma, weil das habe ich glaube im vorigen Video auch gesagt, je nachdem wie der Lohn ausfällt, suche ich vielleicht gleich was anderes. Aber so wie der Lohn jetzt ausgefallen ist, ist ganz okay. Bis zum nächsten Video. Tschüss.